bist young, ich hab genug davon. Okay. Ich hab genug davon. Diese ewige. Ja, bitte, kann ich euch irgendwie hilflich sein? Nirgendwo ist Ruhe, nie mal Pause. Verzeiht bitte, aber ich komme wegen der Bedienstetenstelle. Es tut mir schrecklich leid. Ich komme wegen der Bedienstetenstelle. Ich bedauere vielmals, aber unsere Bediensteten sind für gewöhnlich nicht so gut bewaffnet. Ihr seid ungeeignet. Okay. Das sind alles nur Diener. Hast du vielleicht einen Engelshautring da oben versteckt? Denn ich verschwinde jetzt. Oh. Wer bist du? Oberan? Fort mit euch! Du sagst mir nichts. Ihr seid gewiss die neuen Besitzer. Nun wachen. Bleibt da jetzt auf eurem Platz. Es ist eine Ehre für euch hier. Es ist eine Ehre für euch, hier arbeiten zu dürfen. Man stellt sich nur vor, eine Herzogin überwacht ein solches Geschäft in ihrem eigenen Haus. Die Konkurrenz wird ganz grün werden vor Neid. Fort mit euch, Bettler! Fort mit euch, Bettler! Okay. Oh, eine Identifizieren-Formel. Die nehme ich mit. Und die eine andere Formel da. Und Auffindbarkeit, die klingt auch nicht schlecht. Oh, und es geht noch weiter nach oben. Und Langeweile macht sich breit. Ihr seid ziemlich weit gekommen, nicht wahr, Diener? Nun egal, jeder, der hier die Langeweile unterbricht, ist willkommen. Selbst wenn er aus der Unterschicht stammt. Zeig dich doch etwas entgegenkommender, Helshara. Ich kann es gar nicht erwarten, dass endlich wieder Wochenende ist. Ich hab satt, immer hier umzustehen und den Wächter zu spielen. Meine Zauberstudien warten auf mich und ich verschwende meine Zeit, indem ich einen dummen Stein bewache. Helshara. Vati würde uns bestimmt nicht damit belasten, wenn es nicht wichtig wäre. Dieser Stein, wie du ihn nennst, ist ein urgeschichtliches Bruchstück, das für den Bau von Wolkenschiffen benötigt wird. Ebenso wie meine Statuette und Delornas Zauberbuch. Bruchstück hin oder her, ich sitze hier herum und bewache einen Kiesel, während draußen das Leben ohne mich weitergeht. Ich weiß wirklich nicht, wie ihr beiden das aushaltet. Denora begnügt sich damit, sich ihre Gedanken hinzugeben, ob ihr nun das Buch anvertraut ist oder nicht. Und ich weiß ganz genau, dass es schon seine Gründe hat, wenn unser Vater wünscht, dass ich mich hier aufhalte. Edmera, du solltest inzwischen mitbekommen haben, dass deinem Vater zu einer wirklich großen Leuchte noch das ein oder andere Fünkelchen fehlt. Ob nun Himmelsschiff oder Ruderboot. Wenn er etwas baut, würde ich mich nicht einmal darauf verlassen, dass es schwimmt, vom Fliegen ganz zu schweigen. Ich hatte mich nicht bereit erklärt, das fertige Produkt zu steuern. Ich wollte lediglich die Zauberelemente in meine Obhut nehmen. Weißt du was, Schwester? Ich glaube, man hat uns reingelegt. Ich kann mich nicht erinnern, diesen angeblichen Diener schon einmal zu Gesicht bekommen zu haben. Warnung an alle, es ist genau wie Vater sagte, ein Dieb ist unter uns. Ich bin hier Diener, der eben erst eingestellt. Ich werde keinen Schaden anrichten. Verzeiht bitte die Störung. Ihr seid kein Diener. Okay, dieses Haus meide ich erst einmal. Beinahe unter meiner Würde. Wem auch immer das gehört. Okay, wo bin ich jetzt angekommen? Ach so. Ich merke schon, in dem Haus habe ich auch noch nichts verloren. Ich kann mich, glaube ich, dunkel daran erinnern, was das für ein Haus ist. Aber dazu kommen wir erst ein bisschen später. Oh Gott, ich höre Gedudel. Wir sind auf dem Zirkus gelandet. Dem Karneval von Baldur's Gate. Juhu. Ah, hier ist die richtige Mauer jetzt.
Die Häuser sind mal wieder nicht begehbar, zum Glück. Nur die beiden Häuser. Du bist ja hier lang. Also immerhin. Tut uns den Gefallen. Nadine? Ja, ich verschwinde jetzt den Weg all jenen, die den Weg nach Hause suchen. Eurik, mein jüngster Sohn, ist mal wieder weggelaufen. Er war schon immer ein Wandervogel und er kann auch auf sich aufpassen. Aber ich bin schon krank vor Sorge. Die Stadt wird jeden Tag gefährlicher. Wenn ihr ihn finden könntet, dann könntet ihr ihm bitte diesen Talisman geben. Dann können wir alle bestimmt wieder besser schlafen. Nadine aus Baldur's Tor. Ich traf den Bruder des Mannes, den ich im Wandelwald getötet habe. Adel heißt er, glaube ich. Ich schätze, Blut ist dicker als Wasser. Nadine aus Baldur's Tor hat mich gebeten, ihrem Sohn einen glücksbringenden Talisman zu geben. Er ist schon wieder davongelaufen und spielt wahrscheinlich irgendwo in den Straßen der Stadt. Den haben wir, glaube ich, schon mal getroffen. Den Jungen. Nämlich in einer der Tavernen war ein Junge mit einem Namen. Aber ich kann mich täuschen, ob es der war. Das ist ein Grünsteinring, ja. Wärst du ein Engelshautring? Ich glaube, das sind die blauen. Von denen hatten wir auf jeden Fall schon mal welche. 14 Gold. Nochmal 6 Gold. Brauchen wir alles nicht. Ich brauche einen Engelshautring. Nein. 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 Okay. Denn ich verschwinde jetzt. Vielleicht haben wir auf dem Zirkus hier Glück. Ja, gut. Hier sind schon mal allerhand Leute. Hallo, Leute. Hier wäre ein Zelt, aber das ist nicht begehbar. Eine Schiffsschaukel. Zwei Schiffsschaukeln sogar, wie auch immer die hier im Mittelalter funktioniert haben. Jede Menge Zelte. Entschuldigung, bitte lass mich sprechen, bevor ihr angreift. Ich bin Lord Thunder und stehe mit dem Meuchelmörder Marik im Bunde. Doch von mir habt ihr nichts zu befürchten. Wir haben nicht die Zeit, einem Meuchelmörder des Eisentrutz zuzuhören. Der klingt wie ein richtiges Weichheit. Das war der, den ich vorhin meinte. Wir geben euch die Chance. Macht es kurz. Mein Genosse Marit hat euch alle vergiftet. Während ihr schlief, hat er eure Ration mit einem langsam wirkenden Zaubergift versehen. Aber ich bleibe noch etwa 24 Stunden. Normaler Priesterzauber kann euch nicht mehr helfen. Das Einzige, was euch noch retten kann, ist das Gegengift. Ich kann euch helfen, es zu finden, wenn ihr zuerst mir behilflich seid. Okay, was sollen wir tun? Damit ist nicht zu scherzen. Das hier ist nämlich der größte Gamebreaker im Spiel. Mein Problem ist folgendes. Ich arbeite nicht aus freien Stücken für den Eisenturm, doch ich wurde dazu genötigt. Ich wurde mit einem Gaze verzaubert. Das ist eine Art... Naja, man könnte es so sagen, er hat eine kleine Bombe hinten in den Nacken gejagt bekommen und wenn er nicht macht, was sie sagen, jagen sie ihn in die Luft. Mal einfach ausgedrückt. Nur halt, dass das ein Zauber ist und keine kleine echte Bombe. Wenn ich die Befehle von Marik nicht befolge, setzt die Wirkung des Zauberpass ein und ich werde dahin gerafft. Ich muss eine Möglichkeit finden, mich von dem Zauber zu entledigen. Ich habe von einem Seher auf dem Marktplatz gehört, der mir eventuell weiterhelfen könnte. Aber ich habe kein Geld, ihn zu bezahlen. Wollt ihr mir helfen? Wir haben weder das Geld, noch sind wir daran interessiert, mit einem Meuchelmörder zu verhandeln. Tut uns leid, aber wir müssen jemand anderen suchen. Wir können das Gegengift selber finden. Ja, mit dem Gift ist nicht zu spaßen. Wir helfen euch. Bringt uns zum Seher. Folgt mir, es ist nicht weit. Wir haben von Mifflotanta verarbeitet, dass wir ihm als Gegenleistung für das Gegengift helfen, ihn von seinem Geist zu befreien. Wir sollen auf dem Marktplatz einen Seher aufsuchen.
Die Wahrsagerin, okay. Mein Leben ist ein heilloses Durcheinander. Ja, jetzt sieht der Wahrsager teils überhaupt. Ich warte hier, solange ihr mit dem Wahrsager sprecht. Okay. Nichts leichter als das. Klug eingesetzt ist die stärkste aller Waffen. Ihr wünscht das geheime Wissen des Haspur zu erfahren? Gebt mir 50 Goldmünzen und ihr sollt Antworten auf eure Fragen halten. Bezahlt oder geht? 50 Goldmünzen, das ist lässig. Sucht euch doch andere Dumpfköpfe, die ihr das Geld aus der Tasche ziehen könnt. Hier ist das Geld sehr, aber ihr macht uns etwas vor. Euer Vertrauen in mich wird nicht enttäuscht werden. Nun, was wollt ihr wissen? Seid gewarnt. Ich vermag meinen Kräften täglich nur eine Frage zu beantworten. Überlegt euch darum gut, was ihr mich fragen wollt. Wer ist der Anführer des Eisenthrons? Was für Absichten verfolgt der Eisenthron? Wer ist der reichste Mann in Baldur's Thron? Wo versteckt er all sein Geld? Wer kann Lord Thunder von seinem Geist befreien? Nur Yalanta misst mir, Hohenpriester von Anvali, hat die Macht, Lord Thunders Geist aufzuheben. Ihr findet sie beim Haus der Wasserkönigin. Ob sie euch helfen würde, ist schwer vorherzusagen. Ich kann euch keine weiteren Fragen beantworten, ihr müsst nun gehen. Der Seher erzählt uns nun nur, dass nur Yalanta Bisbier den Geistfluch, der auf Lothander lastet, aufheben kann. Er hält sich im Haus der Wasserkönigin im Ambali-Tempel auf. Das wird ihm gut. Wissen, klug eingesetzt, ist die stärkste aller Waffen. Okay, der kann erst morgen wieder die Lesung halten, wenn wir schon alle tot sind. Nichts leichter als das. Mein Leben ist ein heilloses Durcheinander. Geht zum Haus der Wasserkönigin. Es wird auch Tempel der Ambali genannt. Ich begebe mich zum Gasthaus der funkelnden Klinge. Sucht mich dort auf, wenn ihr eine Möglichkeit gefunden habt, den Geist aufzuheben. Lothander hat uns geheißen, ihn in der funkelnden Klinge aufzusuchen. Okay. Diese Quest hat leider Vorrang vor allen anderen. Velonius Gists Herrenhaus. Ja, leider, wenn diese Quest getriggert wird, können wir uns um fast nichts anderes mehr kümmern. Wir können uns halt noch in den hier in der Stadt fertig umsehen, dass wir die funkelnde Klinge finden. Dass wir wissen, wo wir hin müssen nachher. Jahrmarkt haben wir aufgedeckt. Und da ist eigentlich nur der Wahrsager und das Spielzelt. Alle anderen Zelte können wir nicht betreten. Epipora. Ne, das Zelt nicht. Oh doch, das Zelt können wir betreten. Aber das wird wahrscheinlich auch nur. Was wollt ihr? Ich hab genug davon. Immerhin, guck mal in die Kiste. Hallo, Leute. Was? Nichts leichter als das. Gut. Das ist auch nur ein Spielzelt. Okay. Wenn ihr reingeht, seid ihr arm. Wenn ihr rauskommt, seid ihr reich. Ja, von wegen. Hallo, nichts Leute. Leichter als das. Okay, in das Herrenhaus, da wollen wir nicht gucken. Taverne Drakon. Nein. Obwohl doch. In die gucken wir mal rein. Gut. Hier sieht aber niemand wirklich wichtig aus. Ihr habt gerufen. Und Dünner hier? Ah, Dünner hier hat gerastet. Sehr gut. Ja, gut. Was tust du? Ein Onyx-Ring. Ja, aber du kommst trotzdem mal mit. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Na, dann gehen wir durch die Hintertür wieder raus. Gut. Nichts leichter als das. Okay. Nach Osten zum Marktplatz. Aha. Achso, das ist so ein kleiner Garten da. So ein friedlicher, kleiner, abgelegener. Obwohl, das sieht eher aus wie eine Wasserspeicherstelle. Ein mehr oder weniger wie ein übertriebenst aussehender Brunnen.